Wir haben es sicher ohnehin schon erraten. Es geht natürlich um David Safir und er hat noch jemand ganz Besonderen mitgebracht, und zwar seinen Illustratoren Oliver Kurz. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Können es gerne direkt hinsetzen. Möchten Sie was trinken? Sie sind ja sogar schon vorbereitet. Ja, bereits voll eingedeckt. Voll eingedeckt mit Kaffee, Wasser, sehr was man schön. Halt so braucht. Sehr schön. Also David Safir, ich habe es Ihnen ja gerade schon vor der Kamera, von der Kamera weg erzählt. Ich bin schon sehr, sehr lange großer Fan, habe Ihre Bücher verschlungen. Sie kannte ich jetzt erst tatsächlich dadurch, aber ich habe erfahren, dass Sie beide sich schon länger kennen, auch schon länger zusammenarbeiten. Wie kam das denn? Ja, das kann ich erzählen. Und zwar habe ich ja aus Happy Family einen Film gemacht, beziehungsweise mit der Filmproduktionsfirma Ambient haben wir einen Film gemacht, Happy Family. Jetzt gibt es gerade Happy Family 2 im Kino. Mhm. Und bei so einem Animationsfilm wie Happy Family gibt es ja auch jemanden, der die Figuren designt, der sie zeichnet. Und das ist Oliver Kurt. Und ich bin durch die Firma gegangen. Ich habe ihn noch gar nicht kennengelernt. Ich habe nur seine Zeichnungen gesehen und habe gedacht, ach, wenn ich so gut zeichnen könnte wie er, dann wäre ich ein glücklicher Mensch und dann wollte ich diesen glücklichen Menschen kennenlernen und seitdem arbeiten wir zusammen. Und dir liegt das Zeichnen nicht so? Also ehrlich gesagt, ich kann gar nichts. Also ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht Auto fahren, ich habe keinen Führerschein. Ich bin handwerklich völlig unbegabt. Spaghetti mit Ketchup, das geht noch. Beim Kochen, das war's. Also ich kann nichts. Und beim Zeichnen hat der Lehrer damals in Kunst immer gesagt, David, deine Ideen sind so toll, man kann es leider nur nicht richtig erkennen. Aber beim Schreiben kann man es ja ganz gut erkennen und du, Oliver, hast es dann wahrscheinlich auch erkannt und dann versucht, die Geschichte umzusetzen als Illustration. Bei Happy Family war es dann das erste Mal? Bei Happy Family war, jein, also es war, er hatte die Zeichnung gesehen, dann hatte der Chef mir erzählt, oh, er fand das irgendwie gut und wollte sich das fotokopieren und vielleicht meldet er sich, also erstmal alle Erwartungen ganz niedrig halten und dann hat er tatsächlich angerufen. Ja, und seitdem machen wir was zusammen. Und da war das dann tatsächlich das erste Mal, nur das Cover für Moob war das 2013 oder so? Das war früher, ich glaube, das war 2012 sogar. Ja. Schon sehr, sehr lange her auf jeden Fall. Und dann kam erst der Film und der kam dann 2017 in die Kinos, glaube ich. Mhm. Genau. Und jetzt 2022, seit letzter Woche Donnerstag, der zweite Film, Happy Family 2. Das ist auch direkt eine perfekte Überleitung. Wir haben nämlich auch einen Trailer für Happy Family, den wir uns mal ganz kurz gemeinsam anschauen würden. Hi Leute, ich bin Max. Hey Flattermann, du hältst die Kamera falsch rum. Die monstermäßigste Familie kommt endlich zurück ins Kino. Wir müssen jetzt zur Hochzeit. Nur 2 Minuten. Happy Family 2. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr lustig und mir wurde schon berichtet, dass der erste Film auch sehr, sehr gut ist. Ich werde ihn mir auf jeden Fall noch anschauen. Und unbedingt. Ja, ihr arbeitet aber bis heute zusammen. Wie funktioniert die Zusammenarbeit da mittlerweile? Hat sich viel getan? Also ich weiß nicht, ob sie sich verändert hat, aber ich bekomme entweder das Drehbuch oder jetzt dann, wenn es um die Bücher geht, halt das Manuskript auch im sehr frühen Stadium. Also jetzt zum Beispiel, man kann ja sagen, Merkel gibt es einen zweiten Teil. Und da habe ich das, da habe ich dann die ersten 50 Seiten des Manuskripts bekommen, als das Buch noch überhaupt nicht fertig war. Und hat er mir auch recht unwillig geschickt, aber ich musste so früh das Cover gestalten und deswegen habe ich es als erster gelesen, glaube ich. Naja, ich habe gerade 51 Seiten fertig gehabt und habe ich ihm 50 geschickt, damit noch ein bisschen was geheim bleibt. Ja, okay. Aber das ist sehr früh im Prozess, ja. Aber dann auch wirklich das Rohmanuskript rausgeschickt. Fällt dir das noch schwer nach so vielen Büchern? Ach, also wenn ich das so rausschicke, dann sage ich, ich will nichts hören. Also ich will nicht, dass da jemand irgendwas zu sagt, das wäre ja wirklich komisch. Aber man ist manchmal auch in ganz komischen Situationen. Also meine Bücher werden ja auch im Ausland verlegt und da hatten wir einmal die Situation bei einem Roman, dass es hieß, wir haben vergessen, wir müssen das Ding ja noch übersetzen, können wir schon früher das haben? Und ich dachte, der ist noch nicht fertig. Und dann haben wir ein Lektorat von der ersten Hälfte gemacht im
mit der Lektorin und haben die erste Hälfte bereits fertig lektoriert gehabt, ohne dass das letzte Viertel überhaupt geschrieben war. Mhm. Und das wurde dann auch schon übersetzt, bevor die Geschichte quasi fertig war? Ja, und das war eine komische Situation. Und dann durfte man dann noch was ändern an der ersten Hälfte? Also so ein paar Angleichungen, aber nicht mehr sehr viel. Das war strange. Das ist tatsächlich, das lag einfach daran, dass der ausländische Verlag wahrscheinlich schon das Datum festgesetzt hatte, des Erscheinungstermins. Okay. Und die haben vergessen in ihrer ganzen Planung, das Ding muss ja noch übersetzt werden. Aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das sind ja so Geschichten, die erfährt man sonst auch nicht. Ja. Und du hast quasi schon verraten, du machst nicht so gerne so normale Lesungen. Das ist ja auch der Grund, warum du heute mit hier bist. Ich freue mich sehr. Ihr habt was ganz Besonderes geplant. Wollt ihr kurz erklären, was ihr heute vorhabt? Ja, sehr gerne. Also das ist etwas komplizierter, weil wir das erste Mal mit Social Media machen. Normalerweise, wenn wir auf Lesereise sind, dann machen wir es so, dass wir mit dem Publikum eine Geschichte entwickeln. Also wir sagen, komm, lass uns eine Krimi-Geschichte entwickeln und der Olf zeichnet während der Lesung immer Bilder und dann haben wir eine schöne Bildergeschichte. Und da muss das Publikum natürlich mitmachen. Die rufen dann aus dem Publikum dann uns Sachen zu und das probieren wir jetzt auch mal mit Social Media. Also wir würden jetzt gerne mit euch eine Krimi-Geschichte entwickeln, die Olf zeichnet und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja auch so, die Bilder, die er zeichnet, die kann man später sogar noch gewinnen, das auch ganz toll ist und jetzt brauchen wir aber, dass sie mitmacht und das Erste, was wir brauchen, ist natürlich für eine Krimi-Geschichte, wir brauchen einen Detektiv. Detektiv, Ermittler, aber jemanden, der den Mordfall aufklärt. Und da Olf gerne Tiere zeichnet, ist die allererste Frage, die wir an euch stellen. Welches Tier soll er zeichnen? Also wir wollen erstmal Vorschläge für ein Tier. Wir basteln uns den Detektiv jetzt in 3 Schritten, aber erstmal die Vorschläge für ein Tier. Und da haben wir schon alles Mögliche erlebt. Wir haben zum Beispiel einmal erlebt, dass es eine Astronautenschildkröte war. Okay. Also es gab sehr, sehr viele Sachen. Und wir hoffen, dass wir heute auch nochmal ein Tier bekommen, was Olf noch gar nicht gezeichnet hat. Und ich bin mal gespannt, ob etwas kommt. Strengt euch an. Ja, genau. Also Olf geht schon mal ans Zeichenbrett und dann sehen wir mal, was kommt. Genau. Und du kannst ja auch Vorschläge machen. Ich würde noch kurz was erklären zu der ganzen Aktion. Du hast ja gerade schon angeteasert, man kann die Zeichnung am Ende gewinnen. Es wird nämlich natürlich auch ein Gewinnspiel geben. Und zwar müsst ihr eine Frage richtig beantworten. Wer deine Bücher kennt, weiß es vielleicht. Wie heißt der Mops in David Safirs Buch Miss Merkel? Zu gewinnen gibt es 3 Tolino Vision 6 unter allen, die teilnehmen, mit diesen wunderschönen Zeichnungen. Es lohnt sich also. Und ich weiß nicht, liebe Steffi, gibt es schon Vorschläge, schon rege Vorschläge wahrscheinlich? Ja. Tatsächlich, trudeln die ein. Also jetzt überschlagen wir uns tatsächlich. Wir haben hier Grizzlybär, Meerschweinchen, Drache, Laubfrosch, Eule, Giraffe, Ohr. Pinguin kommt ganz oft, vielleicht so ein kleines Votum. Ja. Pferd, Otter finde ich tatsächlich auch sehr schön. Ist eines meiner Lieblingstiere. Und vielleicht gerade durch den Trailer auch ein bisschen inspiriert, Fledermaus. Also eine Eule hatten wir kürzlich bei der Lit Cologne, das war tatsächlich der Detektiv. Wir hatten wirklich noch nie, ich glaube noch nie einen Bären. Kein Grizzlybär. Noch nicht, aber wir hatten noch nie einen Bären. Okay, also dann wären wir Grizzlybär oder Pinguin, das wäre jetzt die Frage, Olf. Oder lassen wir dich entscheiden. Grizzlybär oder Pinguin? Ich bin tatsächlich für den Pinguin, ich stelle es mir lustiger vor. Also okay. Ein Grizzlybär, ist soll ja der Täter, ist das der Ermittler? Das ist der Ermittler. Der Ermittler. Der Ermittler, aber es wäre eigentlich auch ganz, ganz lustig, so ein Pinguin-Ermittler, so ein kleiner, tapsiger, der nicht so gut die Arme heben kann. Das ist das doch. Okay, machen wir den Pinguin. Die Frage ist jetzt aber, was ist das für ein Ermittler? Was ist das für ein Ermittler? Ist es ein Meisterdetektiv wie Sherlock Holmes oder ist es vielleicht ein Inspektor, ist es ein Kommissar oder ist es vielleicht eine Rentnerin? Das brauchen wir noch, um herauszufinden, was unser Pinguin eigentlich vom Beruf ist, was ist für Ermittler. Also Miss Merkel in meinem Roman ist zum Beispiel ja auch eine Rentnerin. Ja, und da bräuchten wir jetzt noch die Vorschläge dafür. Fällt im Chat bestimmt etwas ein. Was war denn das Verrückteste, das jemals gezeichnet wurde bei so einer Lesung? Das Verrückteste, was ich fand, ein Thermomix war schon ziemlich verrückt. Also das da, wenn man nicht weiß, wie ein Thermomix aussieht. Genau, dann hat Olf erstmal googeln müssen, wie sieht ein Thermomix aus. Also, da haben wir es mit dem Pinguin fast schon zu leicht gemacht. Das heißt, liebe Zuschauer, ihr könnt noch eine Schippe drauflegen, würde ich sagen. Genau. Mal gucken. So, haben wir schon Nachrichten, was der Ermittler eigentlich sein könnte?
ich glaube, vielleicht wurde es noch nicht ganz verstanden, also, aber ein verrückter Ermittler kommt jetzt hier rein. Ja, sowas zum Beispiel ist gut. Wir haben noch Kommissar anderen. Kommt genau, hier rein. Kommissar haben wir auch noch nicht. Kommissar, ja. Tatsächlich ein Pinguin wie im Sherlock Holmes-Style. Ja. Mhm. Oh, wie Columbo. Das wie ist Columbo. Natürlich. Columbo liebe ich. Okay, ja. Also, nehmen wir doch den. Er kann ja trotzdem ein bisschen verrückt genau. sein. Genau. Pinguin im Columbo-Stil. Ja. Und dann wollen wir von dir noch wissen, ist es eine Frau, ein Mann und wie soll er oder sie heißen? Ich glaube, es ist ein Kind tatsächlich. Ich glaube, es hat gerade so vielleicht die Grundschule betreten. So 6 Jahre alt, so die ersten kleinen Ermittlerambitionen. Und der Name? Männlich oder weiblich? Ein kleiner Junge, glaube ich. Okay, ja. Ja. Und der Name wäre? Pipo. Pipo. Also, wir haben Pipo, den kleinen, jungen, Columbo-Ermittlerartigen Pinguin. Also, da sind wir sehr gespannt und Olf wird uns jetzt den Ermittler unserer kleinen Geschichte zeigen. Ja, und daher kann ich ja direkt die Zeit nutzen und noch ein paar Fragen stellen. Genau. Ich habe nämlich, wir haben ja gerade schon einen Trailer gesehen, du warst auch gerade auf einer Filmpremiere. Was... Oder? Ah, ja, ja, ich komme von einer Film. Ja, etwas kompliziert zu erklären, weil es diesen Film in Deutschland noch gar nicht gibt. Das ist eine englische Produktion. Aber du warst in Barcelona. In Sevilla war ich. Ah, in Sevilla. Es ist eine englische-spanische Koproduktion, hatte jetzt seine Weltpremiere in Sevilla, spielt ähnlich wie mein Roman 28 Tage lang, ich habe ja einen Holocaust-Roman geschrieben, spielt auch im Warschauer Ghetto, dort in einem Theater. Und dieser Film ist jetzt fertig geworden und hatte da eben seine Weltpremiere und von der bin ich jetzt direkt hierher. Ich hoffe, dass dieser Film auch nach Deutschland kommt, man weiß es ja gar nicht genau bei so internationalen Filmen, aber von daher müssen die Zuschauer vielleicht noch ein bisschen drauf, unsere Zuschauer noch warten und ich auch, aber es war ein, und das ist jetzt wirklich ungelogen, ein fantastisches, berührendes, großartiges Erlebnis mit einem begeisterten Publikum, wie ich es noch nie erlebt habe. Und es war aber englischsprachig, meinst du? Genau. Das heißt, man könnte es sich theoretisch auch dann vermutlich irgendwann auf Englisch anschauen. Genau, man kann sich den dann irgendwann, also ich hoffe natürlich, dass er auch in die deutschen Kinos kommt und dann wird er synchronisiert und ich meine, im schlimmsten Falle läuft sowas dann ja am Ende des Tages irgendwie bei Amazon. Ja, also man kann sich ihn irgendwann Kino angucken. Wäre genau. Schon ganz schön, Kino vor allem, wäre jetzt ganz dort toll. Schon genau. Im Kino lief. In anderen Ländern geht es ins Kino, aber in Deutschland. Bisher noch nicht. Und du warst aber auch selbst mal Drehbuchautor, meine ich, oder? Ja, an dem Film habe ich ja auch das Drehbuch geschrieben. Ich bin immer noch Drehbuchautor. Ich habe auch an den Happy Family Film mitgearbeitet. Aha. Ja, und früher habe ich eine Fernsehserie, die, da werden sich die Älteren vielleicht daran erinnern, namens Berlin Berlin geschrieben. Da erinnere ich mich auch noch dran, die ist auf Netflix sogar, oder? Die ist auch noch auf Netflix, ja, genau. Ja, ja, eben, du warst dann noch ein Kind, wenn überhaupt. Aber sie läuft noch und sie wird ja auch noch geguckt, weil sie wird mir immer in den, mein Algorithmus scheint mich zu kennen, wird mir ständig vorgeschlagen. Also ich habe die ständig auf der Startseite. Wusste ich gar nicht, dass du die geschrieben hast, sehr cool. Ja, genau. Ja, und wie war das für dich? Ich weiß nicht mehr, wer es waren so viele Autoren und Autorinnen schon hier. Irgendjemand meinte, dass die Filmproduktionen einen als Autor eigentlich nicht so gern mitschreiben lassen am Drehbuch, aber das war bei dir dann doch kein Problem. Naja, ich war ja erst Drehbuchautor und das führt natürlich dazu, dass die Leute wissen, ich kann Drehbücher schreiben. Also von daher ist es dann überhaupt gar kein Problem. Ich hatte das Glück, dass ich als Drehbuchautor einen recht großen Erfolg hatte, also mit Berlin Berlin. Wir haben da auch den Emmy für bekommen. Dann hat die Süddeutsche Zeitung ein Porträt über mich gemacht und dann rief ein Verlag an und hat gefragt, können Sie sich auch vorstellen, Romane zu schreiben. Da habe ich gesagt, schön, dass Sie anrufen, das will ich schon, seitdem ich 17 bin. Voll schön, also kam das Drehbuch schreiben zuerst, aber der Wunsch der Bücher schreiben liegt schon viel, viel länger zurück. Und war das trotzdem schwierig? So stelle ich es mir vor, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste ein Drehbuch zu meinem Buch schreiben, ist es schwer, dann Szenen rauszukicken oder Charaktere umzuändern? Also das ist einerseits sehr schwer, weil man hat natürlich, ein Buch hat natürlich viel mehr Platz. Also man hat da so richtig viel, man kann sich ausmerken, man kann sich Gedanken machen. Und dann hat man die Frage, was will ich dann eigentlich erzählen? Und dann muss man tatsächlich viele Dinge rauslassen. Man muss natürlich auch filmischer schreiben. Man muss sich, also in meinen Büchern sind wir auch viel in der Gedankenwelt der Figuren. Und da muss man sich überlegen, wie kann man diese Gedankenwelt in Aktion überbringen? Denn wir können ja nicht die ganze Zeit die Gedankenwelt hören von den Leuten. Ja, das stimmt. Das stelle ich mir auch immer schwierig vor, gerade wenn sowas von inneren Monologen lebt, das dann irgendwie auf die Leinwand zu bringen. Und als du dann, wenn du meinst, du hast mit 17 schon schreiben wollen, hast du da schon aktiv auch geschrieben? Dann habe ich angefangen. Also wenn man so in der... Schule ist kurz vor dem Abitur und dann wissen alle Leute irgendwie, was sie schon machen wollen. Der eine will Arzt werden, der nächste will irgendwie zur Bank und ich habe echt überhaupt nichts gewusst. Gar nichts.
Und dann hatten wir Abiturfahrt nach Amsterdam. Und da habe ich in einem Taschenbuchständer in der Buchhandlung die amerikanische Ausgabe von Per Anhalter durch die Galaxis gesehen. Großartiges Buch. Ganz großartiges Buch. Ja. Und dann habe ich diese ersten 10 Seiten in der Buchhandlung gelesen. Und da habe ich gewusst, das will ich später mal machen. Das ist aber etwas, was man erstmal niemandem erzählt. Vielleicht ist das heutzutage ganz anders. Aber als ich noch jung war, dann zu sagen, ja, und ne, der eine sagt, ich werde Arzt, der andere sagt, ich werde Banker, ja, und ich werde Autor, das habe ich mich nicht getraut, irgendjemandem zu sagen. Nee, meine Mama hat vor kurzem ein Freundebuch von mir gefunden, die man so in der Grundschule hat, und da habe ich schon reingeschrieben, Schriftstellerin. Es hat dann geklappt, aber zwischendrin landeten auch noch mal ganz viele andere. Ja. Es gibt von Hesse ein Zitat, er hat mal gesagt, Autor darf man sein, nicht werden. Und ja. Das, finde ich, trifft ganz gut zu, weil man traut sich dann sehr stolz darüber zu reden, aber so über die Schreibanfänge dann doch noch nicht so sehr. Ja, das ist, aber ich habe gemerkt, also ich habe damals schon, als ich diesen Beschluss gefasst habe, da habe ich, also ich war dann Student, aber da bin ich nie hingegangen. Also ich bin jeden Tag irgendwie, habe ich dann 4 Stunden gesessen und habe Geschichten geschrieben, die keiner jemals lesen wird. Die bei mir aber auch irgendwo noch im Keller liegen. Das heißt, es ist wahrscheinlich, wenn ich mal sterbe, werden meine Söhne das finden und dann denken, oh Gott, weg damit. Aber man hat, und ich glaube auch, Geschichten habe ich schon immer erzählt. Also ich habe als Kind, war ich ein Kind, das viel alleine gespielt hat. Also meine Eltern haben nachts gearbeitet, haben tagsüber geschlafen. Ich habe in einer Ecke gewohnt, wo man gar nicht auf die Straße gehen konnte, weil lauter Hauptstraßenkreuzung, so Kind wird überfahren, wenn es draußen spielt. Und dann habe ich zu Hause mir immer ganz viele Geschichten, so mit Playmobil-Figuren oder Schlümpfen ausgedacht. Also meine Frau sagt, du machst heute ja immer noch nichts anderes. Playmobil-Figuren spielen nur halt im Text dann quasi. Genau. Ja, und Oliver, kann ich dir auch Fragen stellen? Oder bist ja, du sicher. Okay, bei mich würde noch interessieren, warst du mit auf der Filmpremiere? Habt ihr da an dem Film auch irgendwie zusammengearbeitet? Nee, oder da bist du? Da hatte ich gar nichts mit zu tun. Das ist, ich sag mal, ein ganz anderes Genre, als ich sonst bediene. Okay, also musst du das quasi dann im Alleingang durchziehen? Naja, meine Frau hat mich begleitet dann da halt hin, und da war natürlich dann Produzent, Regisseur, Schauspieler. Da bin ich dann schon nicht alleine und bin natürlich dann auch nicht ganz so groß im Mittelpunkt, weil wer will denn schon beim Film den Drehbuchautor fotografieren? Nein, die wollen andere Leute fotografieren. Okay, das ist Schauspielerin. Ja, aber es ist ja ganz schön, dann guckt man sich das dann halt an. Gut, dann wird man irgendwann dazugestellt. Das sind dann Fotos, die aussortiert werden später bei der Zeitung. aber das ist dann irgendwie auch ganz lustig, und über so einen roten Teppich zu gehen und so, das ist dann natürlich auch immer ganz aufregend. Aber war es schon mal so, dass du durch irgendeine Zeichnung von Oliver auch auf eine Geschichte kamst? Oh ja, der Olf, der zeichnet unheimlich viel. Und wenn man meinen Roman Traumprinz sieht, ne, und den kauft, dann sieht man ganz viele Zeichnungen da halt da drin, wo ich bei ganz vielen dann halt auch denke, oh, da könnten wir mal eine Geschichte draus halt machen. Also ich weiß nicht, Olf, hast du den einen parat mal eben kurz? Also, genau, ja, also ich habe zum Beispiel dann gesagt, zeig mir mal einen Gott der Nacktheit. Und dann zeichnet er mir sowas. Dann kriege ich FKK zurück. Der Gott der Nacktheit. Genau. Er sieht auch sehr glücklich aus, muss ich sagen. Natürlich. Und dann denke ich irgendwie, man könnte mal über so einen griechischen Gott auch mal was schreiben, den Olf dann halt zeichnet. Also da kommen ganz viele Ideen auch so, aber naja, du wirst es ja auch kennen. Man hat so viele Ideen für Romane. Zu wenig Zeit. Genau. Auf jeden Fall. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch was. Hättest du denn mal Lust, was zu schreiben, Oliver? Oder bleibst du beim Illustrieren? Tatsächlich schon. Ich bin auch dabei, aber es ist noch nicht, also nicht spruchreif, aber das ist eigentlich so, ich überlege mir auch viele eigene Figuren. Und von daher würde ich mit denen auch gerne mal was machen. Mal gucken, ob wir vielleicht auch mal was zusammen machen in irgendeiner Richtung. Aber ist dann schon so gemeint, dass David zeichnen würde und du würdest schreiben? Ja, genau, ganz genau so. Das wird auf jeden Fall ein Bestseller. Ja, das ist, genau, da auch können die Leute viel interpretieren. Auf jeden Fall speziell wird das dann. Weil sie es nicht erkennen können. Auf jeden Fall. So, also ich wäre soweit. Wunderbar, dann sehen wir jetzt den kleinen Pinguin-Detektiven. Pipo? 6 Jahre alt gefühlt im Columbo Trenchcoat. Und wie hattest du ihn noch? Pipo, genau, wir sehen Pipo. Ja, bin sehr gespannt. So. Oh Gott, ist der schön. Der ist ja so groß. Ich dachte, es kommt was für Kleines. Ja, gut, im Verhältnis. Nein, ich meinte so groß. Nein, das war mehr so im Sinne, in was für einer kurzen Zeit du so viel geschaffen hast. Ja. Jetzt mal hier hin. Wow.
Den gibt es zu gewinnen, der ist super. Also du hast es ja gesehen. Ihr müsst ihn noch signieren. Ja, das ist... So, genau, und da nochmal vielleicht, genau. Das ist wirklich... Richtig schön. Nicht schlecht, das wäre unser Ermittler sozusagen. Genau, das wäre der Ermittler. Genau, dann jetzt bräuchten wir quasi das gleiche Spiel. Wir bräuchten jetzt ein Mordopfer. Und ich würde auch sagen, diesmal lassen wir es auch gleich sterben. Genau. Ne? Also wir brauchen ein Mordopfer und auch dafür brauchen wir ein Tier von euch. Mhm. Könnt also weiter fleißig in den Chat schreiben, wer das Mordopfer des 6-jährigen Pinguins Pipo sein darf. Ja, also ich sieht auch... Ah, nicht der, nee, er ist ja gar nicht der Mörder vermutlich, er ist ja der Ermittler. Nicht das Mordopfer von Pipo, Pipo es ermittelt. Gibt natürlich, denken wir an Kevin Costner, No Way Out, wo er zumindest, er war nicht der Mörder, aber gegen sich selbst ermitteln muss. Also sowas passiert ja auch manchmal. Wer weiß. Aber in diesem Fall würde ich sagen, also Pipo sieht echt nicht aus wie, nicht so wie ein Mörder. Nicht so ein blutrünstiger Pinguin. Genau. Aber das denkt man immer. Ja, ja. Also wir brauchen jetzt für das Mordopfer wieder ein Tier. Oder ein Thermomix, wer weiß. Ja, oder ein Thermomix. Nee, Thermomix ist aus. Okay. Kam denn schon was, liebe Steffi? Ja, also erstmal viel Lob für Pipo. Das müssen wir ja vielleicht mal sagen. Also wie gesagt, den gibt es auch zu gewinnen. In einer der drei Storyboxen wird dieses Bild mit drin sein. Und also ich bin jetzt auch sehr neidisch, dass ich die nicht gewinnen darf. Und schaue jetzt aber, wer das Mordopfer sein wird, wo Pipo ermittelt. Und da haben wir einige Vorschläge. Wir haben Kuh, Eichhörnchen, Wal, oh, Makrele finde ich auch sehr kreativ, Flamingo, Krabbe, Leguan, Flughörnchen. Ah, oh. Also das sind keine alltäglichen Tiere. Ein weißer Hai? Oh, ja, ein weißer Hai hatten wir noch nicht. Aber nicht nur die Flosse zeichnen. So. Ja, wollen wir einen weißen Hai nehmen? Weißen Hai, meinetwegen, ja. Können wir machen. Ja, einen weißen Hai. Diesmal brauchen wir, der weiße Hai kann natürlich auch einen Beruf haben. Also bei uns sind auch alle Mordopfer berufstätig. Mhm. Also wir hätten gerne einen Beruf als Vorschlag. Und wir können ja gleich mal parallel fragen, wie kommt der weiße Hai um? Wie ist er ermordet worden? Mordmethode. Es kann also auch gerne blutrünstig sein. Ich habe einen roten Stift extra mitgebracht. Ja. Also, das ist alles möglich. Also wir können genau beides machen. Also was ist er vom Beruf gewesen, unser weißer Hai? Und wie ist er gestorben? Genau. Gestorben ist auch schön gesagt. Ermordet worden. Noch hat Pipo das nicht ermittelt. Man weiß ja nicht genau, was passiert ist. Stimmt, ja. Das ist wahr. Wir hatten gestern einen Krimi-Autoren da wurde alles als Suizid getarnt. Wer weiß, ob das ein Suizid, dass der weiße Hai einen Suizid gemacht hat. Das wäre natürlich ein hartes Leben als weißer Hai. Ja. Globale Erwärmung, man weiß nicht, was passiert. Schuldgefühle. Ja, das natürlich auch. Vielleicht war es auch Vegetarier und er kam einfach nicht mehr klar. Ja, Hätte ich Robert Shaw doch nicht gegessen in der Weißen Hai. Genau. Dann hätte er sich nicht umgebracht. Ja, gut, aber vielleicht ist es auch naturell. Wir schauen mal. Und? Ja, also wir haben tatsächlich den Vorschlag, es war ein Bäckermeister und man findet ihn tot im Backofen. wir haben auch eine Eisläuferin, die auf dem Eis tot gefunden wird als Hai, finde ich auch sehr spannend. Mhm. Arzthelfer. Immobilienhai. Das ist natürlich auch sehr kreativ. Ein weißer Immobilienhai. Immobilienhai finde ich nicht schlecht. Genau, im Backofen aber, oder? Im Backofen, Backofen kann man nicht so gut. Ja, du machst einen Backofen groß und dann guckt er raus oder so. Backofen finde ich irgendwie ganz lustig. Aber dann sieht man ja nicht, dass er, naja gut, ich kann mal gucken, was ich machen kann. Genau. Also wenn du einen Thermomix geschafft hast, genau. Also der weiße Hai. Ich habe nicht gesehen. Also. Nee, das ist wahr. Der weiße Hai wird tot. Im Backofen aufgefunden und es ist natürlich ein Immobilienhai. Ja, natürlich. Okay. Genau. Während er verzweifelt, zumindest wirkt es gerade ein bisschen so, können. Du könntest dem toten Immobilienhai noch einen Namen geben. Oh. Was ist denn so ein. Ist Rüdiger so ein Immobilienname? Rüdiger. Ich finde Rüdiger. Wir nehmen Rüdiger. Genau, wir nennen ihn Rüdi. Ich hoffe, es ist kein Rüdiger. Groß an alle Rüdigers da. Ja, genau. Oder Leute, die mit Rüdigers zusammen sind. Sehr schön. Sehr gut. Während er sich da so verausgabt, können wir vielleicht über das aktuelle Buch sprechen. Ja, das habe ich nämlich tatsächlich noch nicht gelesen, aber vielleicht glaube ich mir das vom Set. Du hast ja schon gemeint, dass man das ruhig machen kann. Magst du uns dazu irgendwas erzählen? Wie bist du auf die Idee gekommen, was über Angela Merkel zu schreiben und dann auch noch diese Art von Buch? Ja, also in 2019, da war Angela Merkel ja schon vor Corona eigentlich von der Bildfläche verschwunden. Man hat sie überhaupt nicht gesehen.
Und im November 2019 saß sie mit meinem Agenten zusammen und wir haben uns überlegt, was macht die Frau wohl, wenn sie in Rente geht. Die hatte sie ja schon angekündigt. Uns war nur klar, sie würde wahrscheinlich nicht wie Schröder dann zu Gazprom geben und sich nochmal 1 Million Euro im Jahr von Putin holen. Aber es war ja nicht klar, was sie macht. Und es ist ja immer noch nicht klar. Wir wissen ja nicht, was sie tut. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe den Fernseher angeschaltet und auf einen dieser Abspielkanäle Inspektor Columbo gesehen. Also im Prinzip ja wie Pipo, genau, also passt zu Pipo. Und da habe ich gedacht, das wäre doch toll, wenn Angela Merkel in der Rente Mordfälle ermittelt. Und zwar wie Miss Marple, eine Rentnerin, die einfach in einem kleinen Dorf lebt und dann werden Leute umgebracht, die Polizei ist inkompetent und wer löst den Fall? Angela Merkel. Das klingt sehr, sehr spannend und weiß Frau Merkel von dem Buch? Kriegt man das raus? Du nickst schon, sie weiß davon. Frau Merkel weiß von dem Buch. Hat sie es gelesen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Aber also, sie weiß von dem Buch. Also zum einen kriege ich dann ja auch häufiger mal mit, dass irgendwelche Bundestagsabgeordneten sich dieses Buch gekauft haben. Mhm. Also, aber mein Verlag hat auch ein Exemplar an Angela Merkel geschickt. Okay, das muss man auch erstmal schaffen als Autor. Ja, ja. Du kannst auch Exemplare an Angela Merkel schicken. Ja, aber ich glaube, wobei es spielt in Berlin, wer weiß, vielleicht, da gibt es... Aber ja, genau. Und dann, und das war im März, also da hatten wir ja den damaligen Hochpunkt der Corona-Welle und Impfangebot und alles Mögliche. Aber es kam ein Brief zurück aus dem Büro, dass sie sich sehr über dieses Buch gefreut hätte und dass sie viel Glück wünscht, dass dieses Buch auch erfolgreich, also nicht erfolgreich, aber mir und dem Buch viel Glück wünscht. Und ich hatte dann gedacht, naja, vielleicht hat sie sich gedacht, ach, wäre ich auch schon in Rente. Aber ob sie das gelesen hat, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil da hätte sie vielleicht das ein oder andere noch zu tun gehabt. Aber wenn sie in Rente geht, liest sie vielleicht das Buch über sich selbst. Ich wollte es gerade sagen, vielleicht hat sie dann jetzt Zeit. Ich weiß auch nicht, wie sie in dem Buch wegkommt. Vielleicht wäre dann noch so. Sehr gut. Okay, sehr gut. Also, ja, also sie kommt zumindest, also ein bisschen natürlich verschroben. Ne? Also so. Aber so ein Ermittler muss ja auch irgendwie. Exakt, eine verschrobene Ermittlerin. Und ja, also von daher. Kommt sie insgesamt gut weg. Also ihr Ehemann kommt noch verschrobener weg. Es gibt eine Ehe. Die Leser schreiben mir, ach, so habe ich mir Angela Merkel immer privat vorgestellt. Aber die andere Hälfte schreibt, ach, hoffentlich hat sie auch so eine gute Ehe wie in diesem Buch. Ne? Die beiden nennen sich Puffel und Puffeline. Das sind das die kann Kosenamen. Ich mir sehr gut vorstellen. Genau, das aber tatsächlich kann ich es mir, man kriegt ja nicht so viel von den beiden mit. Genau. Man kriegt immer mit, wenn er nicht da ist, weil er ja auch sehr viel so nicht mit auf ihre Veranstaltungen kommt. Es ist dann ja schon immer so ein bisschen Rätsel für die Presse, was bei den beiden so abgeht. Also, genau, und das sehen wir auch. Also wir sehen dann halt sozusagen, wie ist es im Schlaf gemacht, aber natürlich ganz, ne, also, ganz diskret, aber wie, wenn die beiden sich dann unterhalten und er braucht eine Weile, bis er schnallt, dass er eher Mr. Watson ist und nicht Sherlock Holmes, sondern dass sie... Und sie weiß aber natürlich direkt, dass sie... Natürlich. Sie weiß Bescheid. Ich meine, Frau Merkel. Ja. Ja, die guckt dann ihren Mann an und denkt, ja gut, ist ja klar, wer hier. Dann probiert er noch zu verhandeln und sagt, ja, wir können ja beide, also so Sherlock und Sherlockine sein, aber das lässt sie ihm dann ein bisschen... Im Glauben erstmal ein bisschen. Genau, wie es halt so klingt ist in einer guten Ehe. Ja. Aber was denkst du, macht Frau Merkel so wirklich in ihrer Rente? Denkst du, nimmt sich echt so ein paar Mordfällen an, kann die Arbeit nicht so ganz ruhen lassen oder freut sie sich erstmal auf die Rente? Also ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich Mordfälle in der Uckermark löst. Also für das klingt total plausibel. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für geringer als 30%. Also aber ich meine, das ist ja, vielleicht sind es ja 29, das wäre genau, ja, eben. Also und dann wird es, also wie in meinem Roman, wir haben ja jetzt auch einen zweiten, das dauert ja alle paar Wochen, bis mal einer umgebracht wird in diesem Dorf. Also sie muss ja auch andere Dinge machen. Bei mir am Anfang im Roman langweilt sie sich. Also dann backt sie erstmal Kuchen. Mhm. Aber das füllt nicht den Tag. Der Bodyguard wird immer dicker, weil er immer den Kuchen essen muss. Ich denke aber jetzt mal, um ernst zu bleiben, ich kann mir vorstellen, eine Weile wird sie von der Bildfläche verschwinden. Ja, glaube ich auch. Und dann werden wir sie wiedersehen, dass sie mal hier einen Vortrag irgendwo in Harvard oder wo auch immer dann halt hält. Und dann wird sie vielleicht irgendwann auch irgendwelche Sachen
also besondere Aufgaben vielleicht übernehmen, dass dann irgendwann bei der EU alle sich angucken und sagen, das kriegen wir alleine nicht hin. Kann nicht irgendwie hier eine Sonderbotschafterin mal da und da hinfahren für uns? Also wenn sie Politik macht, dann maximal so. Mhm. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man danach erstmal so eine gewisse Pause auch braucht. Ja. Also man kriegt ja immer nur die Hälfte mit, noch nicht mal wahrscheinlich im Fernsehen, was da alles so passiert. Und ja, was kannst du dir denn vorstellen? Ich meine, es ist ja bei uns beiden zum Glück noch eine Weile hin bis zur Rente. Aber ich kriege es jetzt bei meinen Eltern langsam mit. Man macht sich ja dann schon so ein bisschen Gedanken, was macht man dann? Und du bist ja auch, merkt man ja jetzt schon, total kreativ unterwegs. Wird das jemals aufhören? Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich glaube, es ist ja nicht meine Entscheidungshoheit. Also, also damit meine ich noch nicht mal irgendwie so defätistisch, wann ich sterbe, sondern möchten Menschen meine Geschichten hören? Also ich glaube, solange das der Fall ist, was ja gerade so wirkt, und ich nicht dement bin oder sterbe, dann werde ich das sicherlich weitermachen. Aber das ist ja eine Frage, also jetzt ganz im Ernst, ich habe das Glück, dass ich jetzt seit 30 Jahren vom Schreiben leben kann. Also vorher Radiocomedy gemacht, war Journalist, bevor ich Drehbuchautor wurde, das bin ich auch schon seit 26 Jahren. Dass man so lange das hat, das ist auch ein Geschenk. Absolut, ja. Und man weiß nicht, wie lange das geht. Also wenn ich mir überlege, als ich angefangen habe, was da Leute im Fernsehen geguckt haben. Ne? Also ich meine, und was jetzt alles da ist, die Welt dreht sich so schnell und noch schneller. Und wer weiß, wie es in 10 Jahren ist. Ja. Wobei es nicht nur Geschenke ist. Ich finde es immer schade, wenn es nur so auf Glück und so abgeteilt wird, weil du bist ja auch sehr anpassungsfähig und total kreativ, dir da neue Dinge zu erschließen. Also, ja, man muss neugierig sein. Und also ich folge aber dem Herzen. Also sozusagen, ich gucke jetzt nicht, sondern also wenn du schreibst, dann musst du es ja erstmal, sage ich immer, für das Publikum von einer Person. Und das bin ich. Also wenn ich muss es mit vollem Herzen schreiben, ich muss es lieben, ich muss es mögen und dann hoffen, dass es anderen auch so geht. Und dann ist natürlich auch ganz viel Handwerk. Also es ist nicht nur Glück, es ist ganz viel Handwerk. Es ist ganz viel lernen wollen, gucken, machen, tun. Und eben schreiben. Also, das Handwerk voranzutreiben. Auch. Ja, also das eine ist, also jetzt mal ganz platt, also in meinen Anfangszeiten, als ich sozusagen als Drehbuchautor gearbeitet habe, da habe ich jeden Auftrag angenommen, da habe ich irgendwie 7 Tage die Woche jeweils 10 Stunden gearbeitet. So, wenn einer 2 Stunden arbeitet, schreibt und einer 8 Stunden, dann schafft er, ne? Also muss der eine schon 4 Jahre das Gleiche tun wie der andere. Was ich damit sagen will, man muss ganz viel Energie da halt reinsetzen und auch Lust dazu haben. Weil man braucht so diese Sekundärtugenden, alleine sein zu wollen. Ne? Also das kann ja auch nicht jeder aushalten. Nee, das stimmt. Das ist ja, wobei jetzt haben wir es alle ein bisschen gelernt durch die letzten 2 Jahre. Aber manche mehr, manche weniger gut damit klargekommen. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung. Ja. Dann noch eine ganz andere Frage weg von dem Thema. Du hast gerade erwähnt, in der Uckermark. Wie kamst du denn auf das Setting? Naja, weil Angela Merkel aus der Uckermark kommt. Ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Genau. Und deswegen. Sie war irgendwann mal in Leipzig. Weil daran, genau. Sie hatte mal an der Uni nämlich studiert. Ja, ja, aber sie hat auch ihren Wahlkreis dort gehabt. Ja, also jetzt ist ja nicht mehr gewählt. Also von daher kam ich auf die Uckermark. Aber höchstwahrscheinlich geht es in die Toskana oder sowas. Wer weiß das schon. Ja. Da hatten wir gestern auch Cornelia Funke zugeschaltet. Vielleicht treffen die beiden sich dann ja, genau, Geschichte genau, zusammenspinnen. Genau. Wer weiß. Wie sieht's denn? Du bist noch am Zeichnen mit uns. Ja, also eine Frage noch. Eine Frage kriegen wir noch hin. Ich kann auf jeden Fall noch mal ganz kurz die Gewinnspielfrage wiederholen, falls ihr diese ganzen wunderschönen Zeichnungen gewinnen wollt. Und die war, wie heißt der Mops von Miss Merkel? Die Antwort werden wir vielleicht nachher noch, ich weiß nicht, welche Stelle du später für die Lesung geplant hast, vielleicht kriegen wir sie hiermit. Sonst in den Weiten des Internets werdet ihr sie mit Sicherheit irgendwo finden. Wir haben den Namen auch einmal schon erwähnt, aber nicht in dem Bezug, ist mir aufgefallen. Wenn es dir aufgefallen ist. Ja, ja, aber das ist ja quasi wie in so einem Krimi, dass man das einmal den Hinweis schon mal versteckt. Wir haben einen Brotkrumm quasi unbewusst schon versteckt. Wenn wir sonst noch eine Frage brauchen, würde ich sonst auch eine aus dem... Bist du? Nö, du klopfst auf dem Bild. Gucken wir uns den, eine Sekunde noch. Wir gucken uns den Immobilienhai. Okay. Rüdiger im Backofen. Ich bin sehr gespannt. Den gucken wir uns jetzt an. Ihr habt es nicht anders gewollt, ne? Das Mordopfer. So, wird gerade reingeschoben. Ja. Oh, er sieht sehr verzweifelt aus. Oh, die kleine Krawatte, oh Gott. Unglücklich gestorben. Ja. Ja, das also ist kurz, wirklich also kurz davor zu sterben. Ne? Ja. Bist du sehr traurig, dass du das Rot nicht verwenden konntest auf das Backofen? Ja, leider. Also, die Leute sind gar nicht so blutrünstig bei den letzten Lesungen gewesen. Leider. Das tut mir sehr leid für dich. Ja, ja, der ist da. Ja. Also,
Ich bin ja mehr so die romantische Seele. Ich will dann, dass es allen gut geht. Aber naja, gut geht es ihm trotzdem nicht. Also das Ja, klar. Darf gern blutrünstig sein. Ja, genau. Ja, das ist, das sieht man. Also haben wir noch Zeit für ein drittes Bild? Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein drittes. Wir haben es ja schon angekündigt. Genau, sehr gut. Ja. Also dann brauchen wir natürlich auch den Mörder mit einem Motiv. Genau, darauf freue ich mich fast am meisten. Ja, genau. Er hat dieses Szenario geschaffen. Genau, also Pipo muss ja herausfinden, wer der Mörder von Rüdi war, dem Immobilienhai, der in den Backofen gesteckt wurde. Also das ist schon ein eher ungewöhnlicher Mordfall. Ich frage mich auch, wie so ein Sechsjähriger darauf kommt. Also ist er ein Genie? Wahrscheinlich ist es ein sehr großes Genie. Schon sehr hier wie Justus Jonas. Ne? Mhm. Also quasi als Kind schon Detektivfälle machen. Er wird höchstwahrscheinlich in der Schule keinen Erfolg haben, weil er ständig unterwegs ist als Detektiv, aber hat eben das mit diesem Rüdiger mitgekriegt, der ist umgebracht worden, macht sich jetzt auf den Weg nach dem Mörder und guckt nach dem Mörder. Und auch da fragen wir nochmal wieder erstmal nach einem Tier und sind gespannt, wer da kommt. Mhm. Tier und Beruf, also mit einem Immobilienhai, könnte natürlich ein Mietnomade sein. Wer weiß das schon genau, ne? Also wir sind gespannt auf den Mörder. Also wir haben hier tatsächlich als erstes einen Berliner Mietaktivist, der in Frage kommt. Da könnte ich mir so ein, weiß nicht, eine Taube vielleicht vorstellen dazu. Ein Mietaktivist, ja, das ist Berlin. Das ist Berlin, genau. Dann haben wir hier als Mörder eine pickelige Kröte mit Krückstock. Ah, das ist süß. Mhm. Oder brauchen wir nur das Motiv. Dann oder nur so, ich will kein Süß. Genau. Eine Mördermaus haben wir hier. Also Motiv, ich weiß nicht, vielleicht einfach gegen das Establishment, gegen die da oben und die Kapitalisten. Ich glaube, das ist so das Grundmotiv, was wir hier unterstellen können bei unseren Einreichungen. ja, genau. Ist auch sehr naheliegend. Ja, das ist naheliegend beim Ohne Biene. Biene. Eine Biene finde ich auch sehr schön. Eine Biene. Und brauchen wir noch eine Mordwaffe? Oder einen Maulwurf, der Angst um seine Höhle hat. Ja, was denn? Ein Maulwurf, der Angst um seine, also dass ihm seine Höhle enteignet wird. Ach so, das ist schön. Ein Maulwurf, der Angst hat, dass seine Höhle enteignet wird. Oder was hat ihn in den Ofen geschoben, den Rüdiger. Also ein kräftiger Maulwurf. Ja, sehr kräftig. Ich nehme die alle. Ja, ich bin für so einen durchtrainierten Maulwurf. Okay, dann machen wir einen Maulwurf. Also der muss ja kräftig sein, der muss gut schwimmen können, weil der ist ja auch, hat den weißen Hai dann. Ich klammer mich an alles, was man zeichnen kann, also bevor es zu exotisch ist. Genau. Also ein Maulwurf, der sehr muskulös ist, der quasi immer bodybuilding-mäßig pumpt. Muss er auch, um so einen weißen Hai in so einen Backofen zu hieven. Das wird selbst mit Hebebühne sehr schwer. Absolut. Okay, braucht er noch einen Namen? Natürlich braucht er einen Namen, der Maulwurf, auch ein Geschlecht. Also es könnte ja auch ein weiblicher Maulwurf sein. Eigentlich bräuchten wir auch noch eine Bodybuilding Frau. Bodybuilding ist jetzt ein Mann. Es kann doch auch bodybuildende Frauen geben, 21. Jahrhundert. Ja, aber du möchtest einen Mann zeichnen. Ja, okay, dann nehmen wir einen Mann. Ein Mann. Und der Name? Dann nehmen wir ihn Manni, so richtig männlich. Manni. Siehst du, jetzt haben wir es. So wird ein Schuh draus. Perfekt. Manni hat den Rüdi umgebracht und Pipo hat ihn, er findet das jetzt raus. Genau. Das ist das wunderbar. Also, genau. Wunderbar geht es auch weiter, denn ich dachte, während er jetzt zeichnet, kannst du ja ein bisschen vorlesen. Ja. Du hast dein Buch vergessen, oder? Ich habe mein Buch vergessen. Normalerweise habe ich ein Redemanuskript dabei. Also nicht Rede, sondern Lesemanuskript, damit es größer ist. Ich habe aber jetzt schon mal eine Lesebrille das dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Haben wir ein Buch hier? Da im Regal ist eins. Das hole ich dir doch glatt mal. Habe ich gesehen. Das haben sie vorhin geklaut. Da steht eins. Ja, das ist gut. Das wollte ich mir nachher auch klauen. Wir sind ja nicht bei der Buchmesse, wo die ganzen Bücher geklaut werden. Aber angeblich, die am meisten geklaut werden, werden auch die erfolgreichsten, habe ich mal gehört. Ich hatte das mal bei Jesus liebt mich, habe ich gelesen. Da war ein Artikel in der Zeitung, da stand meistgeklauteste Buch auf der Buchmesse. Das der Buchreport veröffentlicht immer die Top 10 und tatsächlich sind die kurz darauf dann auch immer in irgendwelchen Listen. Weißt du noch, welche Stelle du lesen wolltest? Ich weiß, welche Stelle. Ich weiß aber nicht, wo sie ist. Also du frag mich einfach mal zwischendrin noch Sachen, bis ich die hier mal gefunden habe. Das machen wir gerne. Also wie bereitest du denn so ein Lesemanuskript vor? Was sind denn die Besonderheiten? Markierst du dir einfach dann, in welcher Stimme gesprochen wird? Nee. Also ich mache es jetzt auch zum Beispiel jetzt nicht etwas so, also es ist mir jetzt echt wirklich unangenehm, dass ich gar nicht mehr weiß, wo das im Buch ist. Ist ja vermutlich auch schon eine Weile her, dass du es geschrieben hast. Oder? Ich gucke mir ja die Seitenzahlen nicht an. Also ich weiß sozusagen gar nicht genau. Ich muss jetzt parallel lesen. Also ich mache natürlich nicht die Stimme von Angela Merkel nach. Das können andere sehr viel besser. Andere können auch sehr viel besser so eine Lesung hier wie hier vorbereiten. Die hätten nämlich das hier nämlich schon in der Hand, was ich jetzt nicht habe.
Wir reden einfach weiter so ein bisschen darüber. Genau, so, und da habe ich es gefunden. Perfekt. Ja, ja, genau. Da sind wir jetzt nämlich. Also, aber noch um deine Frage zu beantworten. Ich suche mir Lesestellen aus. Mhm. Dann machen wir natürlich solche Dinge, wie wir es hier machen. Wir machen diese Geschichte mit der Lesung und dann erzähle ich, wo ich mich in der Welt alles blamiert habe. Mhm. Also, das können wir auch noch machen. Genau, so. Ja, aber genau. Also Emmy-Verleihung, kolumbianische Präsidenten. Also dazu, ja, genau. Also das habe ich schon alles hingekriegt. Sehr, sehr schön. Aber wir kommen jetzt zu der Stelle, wo die liebe Angela ermittelt mit ihrem Ehemann. Sie sind im Schloss des ermordeten Freiherrn von Baugenwitz in der Nacht eingebrochen, sind in dessen Schlafgemach und hören dann jetzt, dass jemand kommt. Und zwar ist das die Ehefrau von dem Verstorbenen. So. Können wir bitte, bitte, bitte endlich losgehen, drängelte Achim. Ja, antwortete Angela. Sie hatte fürs Erste genug Fakten gesammelt. Doch dann hörten sie Alexas Stimme hinter der Tür. My God, Woody, that is so amazing. Woody ist ein Investor, ein amerikanischer Investor, denken wir an Elon Musk. I myself will be on the shuttle to Mars. Er schallte gleich darauf die Stimme des Investors im breitesten texanischen Akzent. Angela und Achim starrten erst zur Tür, hinter der die Stimmen ertönten und die sich jeden Moment öffnen würde, dann zum Vorhang am anderen Ende des Zimmers. Beide Wissenschaftler führten in ihrem Kopf dieselbe Berechnung durch und kamen zu demselben Ergebnis. Das schaffen wir nie im Leben rechtzeitig hier raus. Angela schaute sich hastig nach einem eleganten Ausweg um. Leider fand sie nur einen uneleganten. Und das Bett! Was? Stieß Achim aus, etwas zu laut. Have you heard something in there too, Woody? Fragte Alexa erschrocken. Und das Bett ist prima, flüsterte Achim panisch und tauchte sogleich mit Angela ab. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Tür aufging und Alexa von Baugenwitz mit dem Texaner hereinkam. Nothing in here, sagte Alexa erleichtert. Maybe it was a ghost, scherzte der Investor. Unter dem Bett hielten Angela und Achim auf dem Bauch liegend die Luft an, während Alexa mit ihrem Liebhaber ans Bett trat. I want you right here and now, säuselte Wood. Achim und Angela blickten sich entsetzt an. I want you hard, erwiderte die Witwe. Achim und Angela sahen, wie neben dem Bett die Klamotten im Eiltempo fielen und blickten sich noch entsetzter an. Die Liebhaber ließen sich aufs Bett fallen, die Matratze sank immer tiefer und Angela, die bei Weitem nicht so schlank wie ihr Achim war, musste sich flach wie eine Flunder auf den Boden drücken, damit sie unbemerkt blieben. Achim warf seiner Frau einen fragenden Blick zu. Doch die wusste auch nicht, was zu tun war. Sollten sich das alles mit anhören? Oder sich vorher bemerkbar machen? Mit all den Folgen, von denen Bildschlagzeilen nicht mal die unangenehmsten sein würden. Nein, das Übelste würde sein, dass Angela und Achim sich in kleinen Freudenstadt nie wieder blicken lassen könnten und wieder nach Berlin zurückkehren müssten. Gerade jetzt, wo es darum ging, einen Mord aufzuklären. Gerade jetzt, wo Angela begann, sich ein wenig einzuleben. Gerade jetzt, wo sie Marie doch versprochen hatte, ihr bei der Geburt des Kindes beizustehen. I will take you to Mars, hörten sie Mark Wood nun sagen. Achim verzog das Gesicht. With my big shuttle. Angela verzog nun mit Achim das Gesicht. All night long. Damit hatte sich die Frage, was zu tun war, von selbst beantwortet. Now, sagte der Investor, I will get my shuttle ready for takeoff. Nothing takes off, rief Angela. Ah, schrie Alexa. What the fuck, schrie der Ami. The shuttle stays in the hangar, sagte Angela und robbte sich unter dem Bett hervor. Achim tat es ihr auf der anderen Seite nach. Alexa von Baugenwitz hatte sich bereits vor lauter Schreck unter der Decke versteckt. Der durchtrainierte, Sonnenstudio gebräunte Wood, der sich noch mit einem weißen Slip nur noch bekleidet war, schnappte sich die Flasche Champagner, um zuzuschlagen. Im letzten Augenblick hielt er jedoch inne und staunte, Angela Merkel? Yes, lächelte Angela etwas verkrampft. What the fucking fuck?
So ist es, wenn man das ermittelt als Angela Merkel. Ja, aber auf jeden Fall sehr lustig, so zu ermitteln. Vielleicht macht sie es dann ja doch, wer weiß. Ja, gut, da erlebt sie wenigstens was. Ja. Ihr habt eben schon erwähnt, dass es noch einen zweiten Teil gibt. Geht es da dann auch um Frau Merkel oder wird dann irgendjemand anderes noch mit? Ja, also es wird einen zweiten Teil geben. Mhm. Der kommt, wenn ich mich recht entsinne, am 8. März heraus. Auch schon recht bald. So. Genau, heißt, ist jetzt gerade im Lektorat. Mhm. Also ich kriege, wenn ich jetzt nach Hause komme, setze ich mich an das Lektorat, was ich dann bekommen habe vom Verlag. Also das ist quasi... heiß. Bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Heißt Angela Merkel, Mord auf dem Friedhof. Mhm. Und kommt dann heraus. Und in dem Fall gibt es einen sehr attraktiven Verdächtigen auch. Mhm. Also für Angela sehr attraktiven Verdächtigen. Also es wird auch privat noch sehr spannend werden. Ein bisschen mit Achim. Es ist so leicht. Also so genau, an. Ja. Also du weißt ja, Dreiecksverhältnisse sind immer gut zu erzählen. Auf jeden Fall. Aber das ist natürlich alles sehr züchtig. Also. Ja. Aber schickt dir das Frau Merkel auch wieder zu? Oder? Das müssen wir den Verlag fragen. Ich von alleine hätte das nicht gemacht. Ich hätte ja nicht gesagt. Ach so, die haben es gemacht, ohne dass du es wusstest. Doch, die haben mich dann also gefragt schon. Ich hab so viele Fragen gekriegt und sowohl von Journalisten als auch von Lesern und Followern. Und die haben gesagt, Mensch, hat sie das noch gelesen? Hat sie es gelesen? Und ich dann habe immer gedacht, die hat was anderes zu tun. Aber dann hat mein Verlag es hingeschickt, weil sie es auch Verlag, also die wird nichts Besseres zu tun haben. Schon einfach. Corona, also, egal. Ja, vielleicht braucht sie ja wirklich auch so ein bisschen guten Lesestoff. Absolut, ja, absolut. Und zum ja, genau. Zumindest wenn es die Auflösung gibt vom Rätsel. Dann. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn wir die Rätselauflösung haben, das ist etwas, worüber sie sich, glaube ich, bestimmt freut. Ja, dazu kommen wir auch gleich. Malst du noch? Ja, wir liegen in der Zeit. Wir haben noch so 10 Minuten. Ja, dann mache ich noch kurz weiter. Ja, genau, dann malst du noch weiter dann den. Weil ich will das Gewinnspiel eigentlich noch nicht auflösen, bis du nicht fertig bist. Nein, damit genau. Damit das noch sehen, das würde ich nicht machen. Ja. Sehr schön. Aber kannst du uns sonst vielleicht noch einen Ausblick geben? Was dürfen wir uns von dir noch so erwarten? Du bist ja eigentlich, meintest ja gerade so rund um die Uhr an neuen Ideen dann arbeiten. Ja, ja. Also wenn ich das jetzt genau, also das kann ich natürlich alles nicht sagen, was alles in der Planung ist. Also von einigen Dingen weiß mein Verlag dann ja auch nichts. Ich habe tatsächlich beschlossen, dass ich, wenn es um Drehbücher geht, ein bisschen zurückfahre. Also weil das echt wirklich viel ist, wenn man beides halt macht, Drehbücher und Romane. Ich habe ein Filmdrehbuch, was ich hoffe, dass irgendwann nochmal produziert wird. Der Film wird aber auch sehr, sehr teuer werden. 15 bis 20 Millionen müssten da schon zusammenkommen. Du weißt, es ist sehr schwierig, Filme zu finanzieren. Es ist immer ein halbes Wunder, wenn es überhaupt einen Film gibt. Und dann ist natürlich die Frage, was schreibe ich als nächstes dann halt für einen Roman? Da habe ich jetzt 3 verschiedene Ideen, über die ich dann halt gerade nachdenke. Das wäre dann ein Roman, der vermutlich dann im Sommer oder Herbst 2023 rauskommt, weil du hast es ja eben vorhin so schön gesagt, mit Schriftsteller werden und sein. Und sein, das gehört einfach dazu. Also es ist, das Schreiben macht mir ja Freude. Ich gehöre Gott sei Dank nicht zu den Schriftstellern, für die das Kampf ist und Krieg, sondern für mich ist es eher so ein Antidepressivum. Und deswegen muss ich auch immer weiter schreiben. Ja, total schön. Und du hast aber ja auch schon so ein Buch im Jahr in der Regel, bringst du schon raus, oder? Mhm. Ist schon einiges. Ich habe jetzt die ganzen Veröffentlichungstermine nicht im Kopf. Ja, also es ist nicht ganz ein Buch pro Jahr, aber man kann sozusagen schon im Schnitt sagen, im Schnitt ist es ein Buch oder ein Kinofilm pro Jahr. Ja. Und das ist recht viel, finde ich. Andererseits ist das Schnullibulli im Vergleich zu Stephen King. Ja, okay. Ne? Also sozusagen bin ich ein Amateur. Stephen King ist da auch nicht, also der hat schon über 80 Bücher oder so geschrieben, glaube ich. Ja, der haut ja 2000 Seitenschinken im Jahr raus und da bin ich ein Amateur. Nee, aber das braucht man ja auch gar nicht vergleichen. Aber könntest du dir noch vorstellen, Geschichten auch anders zu erzählen? Wenn du Filme machst und Bücher, hättest du mal Lust auf ein Brettspiel oder so? Das könnte ich mir gerade mit den Charakteren echt gut vorstellen. Lustigerweise haben wir, es gab ein Mieses Karma-Brettspiel vom Kosmos Verlag. Das habe ich aber nicht geschrieben, das hat ein anderer designt. Ich hatte nur den Gedanken, das könnte man ja mal machen. Und dann hat der Kosmos Verlag das in vor 10 oder 12 Jahren rausgebracht. Mhm. Ich find viele Dinge reizvoll. Ich finde auch räumliches Erzählen reizvoll. Mhm. Also wenn du jetzt bespielbare Räume hättest, in denen du eine Geschichte erzählst. Also jetzt ganz platt wäre natürlich, du hast ein Murderhouse und die Leute müssen den Mordfall in dem Haus dann halt lösen. Und es passieren Sachen und Hinweise und solche Dinge. Das finde ich alles schon sehr, sehr spannend. Aber es ist natürlich das, Romane schreiben ist ja quasi das
Einfachste, was am wenigsten Geld kostet in der Produktion. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ach, ich hätte jetzt mal Lust, so ein riesiges Gebäude auszustatten mit Geschichten, müsste mir ja jemand ein riesiges Gebäude schenken. Wo ist das Mikro runtergefallen? Ah, hier ist es. Da habe ich zu sehr gewirbelt. Bin ich dann über. Ich hoffe, dass man mich hören konnte. Bestimmt. Ja. Und zwar das Fazit ja quasi, dass Romane schreiben halt einfach finanziell auch ein bisschen leichter ist, als jetzt so ein Film zu produzieren. Ja, gemeint, genau. 15 Millionen und so. Ja, genau. Und es sind auch weniger, ich meine, an einem Buch sind schon viele Leute beteiligt, aber dennoch ein bisschen weniger als jetzt an der ganzen Filmproduktion. Ja, aber im Film ist es so, das Drehbuch ist ja nur der erste Schritt. Mhm. Und im guten Falle, also wie jetzt bei dem Film, den wir in Sevilla hatten, kommen ja Schauspieler dazu und Regisseure und machen was Tolles draus. Der Regelfall ist ja eher, dass auf dem Weg so viele Leute mitsprechen, dass es dann halt nicht ganz so gut wird. Mhm. Das ist halt schwer. Und bei diesen Büchern, du siehst ja, also die Cover mache ich dann gemeinsam mit Ulf, beziehungsweise Ulf zeichnet sie, aber wir entwickeln sie gemeinsam. Das heißt, alle Entscheidungen um das Buch heraus sind ja eigentlich die großen. Nur Cover und was steht hinten drauf? Mhm. Und das Cover entwickle ich mit Ulf und was hinten drauf steht, schreibe ich. In Klappentext schreibe, also heißt ja eigentlich nicht Klappentext, sondern nee, U4, Text, genau, Umschlagseite 4. Aber den schreibst du tatsächlich dann auch selbst. Ja. Das ist schon mal richtig. Und kannst du dir die Titel auch selbst ausdenken? Bleibt auch alles in deiner Hand? Ja, sozusagen? Also klar, also Titel, da war das Glück natürlich, dass ich auch insgesamt, dadurch, dass ich als erfolgreicher Drehbuchautor dahin kam, habe ich das ja auch gleich gesagt. Also der damalige Verleger hat ganz viele Zeichner vorgeschlagen und die fand ich alle schrecklich. Er hat gesagt, er hat das Buch nicht verstanden. Habe ich gesagt, nö, machen wir nicht. Mhm. Ne? Also das ist dann einfacher natürlich, als wenn ein Anfänger... Ja. Und natürlich höre ich ja auf andere. Es ist ja nicht so, dass ich der Einzige bin, der gute, der den richtigen Gedanken halt hat. Also man muss ja auch hören, wenn ein anderer eine bessere Idee hat, dann nimmt man halt die. Das ist ja ganz logisch. Es geht ja nicht darum, dass ich mich mit meinen Gedanken durchsetze, sondern dass das Beste gefunden wird. Das heißt, ich mache Vorschläge und wenn jemand anders das dann hat, aber die Entscheidungshoheit, das ist mein Glück, liegt dann eben auch bei mir. Ist ja auch ähnlich wie beim Lektorat. Ich meine, der Lektorin wird ja jetzt auch Vorschläge machen, aber genau. Letztendlich ist es ja das, dein Buch. Ja. Bist du fertig? Das ja, ist super. Genau. Dann schaffen wir bemerkbar. Genau. Sehr gerne, bevor die Zeit um ist. Ja, wir haben noch so 5 Minuten, dann zeigen wir das und dann losen wir die Gewinner aus. Ja, okay. Genau, jetzt werden wir den Mörder sehen. Manni heißt, er ist ein Maulwurf, der sehr kräftig sein muss, sonst hätte er den Rüdi ja nicht ins Dings werfen können. So. In den Ofen. Maulwurf. Ah, der da ist Manni. Okay, das ist da merkt man, der kommt aus Berlin. Hat auch sehr wo spielen die Geschichte? In Neukölln hier, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ich finde, es passt so ein bisschen zu Neukölln. Also tatsächlich. Kannst nicht sagen. Der hat schon was, auf jeden Fall. Ja, das ist also unser Mörder. Und Pipo hat das dann aufgeklärt. Ganz kurz, vielleicht sagst du, wie hat Pipo das denn herausgefunden, dass es Manni war? Wie hat sich Manni verraten? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Manni hat sehr buschige Augenbrauen. Vielleicht hat er ja eine dieser Augenbrauen dort gefunden am Backofen. Ich meine, Haare verbrennen ja eigentlich, aber der Hai hängt auch halb raus. Es könnte sich was an der Krawatte verheddert haben. Ich denke auch, er ist gar nicht so schwer zu überführen. So bullige Typen sind ja ein bisschen langsamer in der Bewegung. Und Pipo hat den Vorteil, dass er sehr klein ist. Und Pipo, genau. Und es muss auch einfach sein für Pipo, weil Pipo ist ja erst 6 Jahre alt. Exakt. Stell dir mal vor, wie gut er erst wäre, wenn er 40 ist. Also wenn er die ganze Erfahrung hat. Genau. Ja. Also dann wird Pipo herausragend sein. Ich denke auch. Und dann ist es auch nicht so schlimm, dass er nicht so viel zur Schule geht, weil... Nee, der hat ja seinen Lebensweg schon gefunden. Exakt, das denke ich mir auch. Sehr schön. Ja. Dann schauen wir mal, wer die gewonnen hat, oder? Die Bilder. Und die kamen die Antworten denn bereits? Ich kann es auch mal ein bisschen hoch, ne? Gerne hochhalten. Also vor allen Dingen wird sich sehr wieder über dieses wunderschöne Bild gefreut. Also die alle drei sind sehr gelungen, können wir unserem Chat entnehmen. Also es ist ja auch unsere Meinung hier und das führt sich dort drin fort. Und es kam neben dem Lob auch sehr, sehr viele richtige Antworten auf unsere Frage, wie denn der Mops heißt. Und der heißt Putin. Genau, der Putin. Würde also es wurde auch gesagt, also ich würde nicht immer einen Putin um mich herum haben wollen, aber... Ja, Merkel kann damit gut umgehen. Er sieht auch nicht aus, als würde er oberkörperfrei auf Pferden reiten, finde ich. Ich finde, er sieht ziemlich freundlich aus. Er hebt auch keine Schätze, die da plötzlich waren, glaube ich. Ich finde auch. Er hat sogar ein kleines P-Medaillon umhängen, sehe ich gerade. Ja, genau. Da sieht man ihn nochmal in klein. Er ist wirklich sehr niedlich.
sehr ja. gut. Also auch sehr gut gelungen, die Illustration von Oliver auf dem Cover von Putin. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau, und gewonnen haben die Zuschauerin Tiskele und Daniel. Also herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Ihr bekommt alle drei eine Tolino Story Box. Und in jeder wird eins dieser wunderschönen Bilder drin sein. Ich weiß nicht, wollt ihr beiden das vielleicht noch signieren? Das wäre vielleicht ja, noch ganz schöne Idee, oder? Ja. Genau. Und dann, ihr bekommt alle drei eine E-Mail von uns. Lasst euch überraschen, welches Bild in eurer Box sein wird. Und alle Informationen findet ihr dann in der Mail. Genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Auslosung an unsere kleine Glücksfee. Und Dankeschön, David, Dankeschön, ja. Oliver, für das Experiment. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell so einen Plot erschaffen können. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Vielleicht schreibe ich ja was oder ihr könnt eine Fanfiction dazu schreiben oder so. Ja. Wie es mit Pipo weitergeht und ob er in der Rente dann auch immer noch ermitteln würde, würde mich interessieren. Also wir geben Pipo jetzt frei. Für alle, die sie verwenden wollen. Genau. Das ja, ich bin gespannt, was kommt. Genau. Ich auch tatsächlich. Aber vielen, vielen Dank an euch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke. Und ja, dann freuen wir uns gleich auf den nächsten Gast und danke euch beiden. Super, vielen Dank. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Anna Benning und ich sende ganz liebe Grüße an alle Teilnehmer der Tolino Story Days. Das hier ist meine Vortex-Trilogie und Band 1, Band 2 und Band 3 sind bereits erschienen. Und ich freue mich so riesig, dass sie bei euch, also bei den Tolino-Lesern und Leserinnen, so beliebt sind. Meine nächste Urban Fantasy-Trilogie wird nächstes Jahr im Fischer Verlag erscheinen und ich freue mich jetzt schon riesig darauf, wenn Band 1 dann endlich das Licht der Welt erblickt. Bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Lesen, egal mit welchem Buch, und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!